Bist du bereit? Immer. Immer? Immer. 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 Immer bereit. Immer bereit. Immer bereit. Sehr gut. Monsieur Kasper. Hauser. Ich habe heute meinen 15.400. Tag auf dieser Erde, auf dieser schönen Welt. Ist es schon soweit? Ist schon soweit, Alter, tatsächlich. Alter. Das ist hardcore. Und? Alter Mann. Ja, echt. Wir kennen uns jetzt seit 8 Jahren. Das ist richtig. Was etwa einem Fünftel meines Lebens entspricht. Das ist richtig. Was in etwa 3000 Tage sind. Wird schon stimmen. Tag 1. Kannst du dich an Tag 1 erinnern? Beziehungsweise... Du meinst an den Tag, wo du in die Firma gekommen bist? Nee, ja... Ich habe gerade meine Frage vergessen, die ich mir eigentlich irgendwann notiert hatte. Das ist immer gut. Ja, Tag 1. Was ist deine erste Erinnerung an mich? Deine erste Erinnerung an... Meine erste Erinnerung an dich ist diese, wie du da... Ich glaube, ihr wart 3 Leute, die vorne standen, vor dem Bildschirm, und euch vorgestellt habt. Das ist meine erste Erinnerung. 3 neue Leute an dich. 3 neue Leute, genau. Das ist meine Erinnerung an dich. Und wie war die? Oder wie ist die? War jetzt nichts Spezielles. Okay. Ich dachte mir, okay, neuer Kollege. Ja. Spitzenmäßig, wir brauchen neue. Also, alles ist gut. Okay. Ja. So, dann haben wir relativ lange gebraucht, um irgendwie zueinander zu finden. Das ist richtig. Warum hat denn das so lange gedauert? Lag das an dir, an mir, an uns? Das lag, glaube ich, an niemandem. Das lag einfach nur, weil man, manchmal ist es einfach so, dass man keine Basis hat, beziehungsweise einfach sich das nicht ergeben hat. Dass man anbändelt oder sonst irgendwas. Man hat zwar immer wieder so ein bisschen Smalltalk gehalten, wenn man rauchen war, aber das war's dann auch. Haben wir irgendwann die Basis gefunden? Sonst würden wir nicht hier sitzen. Richtig. Ja, genau. Aber das war an dich gefragt. Wir haben ja dann offenbar die Basis gefunden. Wir haben dann irgendwann eine Basis gefunden, weil sonst würden wir ja nicht sitzen. Genau. Ja. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Ausdruck Freund. Ich bezeichne nicht einfach jemanden als Freund. Dich würde ich mittlerweile als Freund bezeichnen. Bin ich denn ein guter Freund? Also da muss ich eins erstmal sagen. Das geht mir nicht anders, weil... um jemanden aus meiner Perspektive als Freund zu bezeichnen, braucht schon eine ganze Menge. Ja. Und ich muss dir ehrlich sagen, mittlerweile ja, sehe ich dich als guten Freund. Als sehr guten Freund. Ja. Siehst du, da fällt mir gleich nervös geworden. Hoppla, ja? Hoppla. Und du kennst mich ja jetzt mittlerweile, oder du kennst mich ja hauptsächlich als Kollegen. Ja. Bin ich denn jemand, der seine Arbeit gut macht? Im Großen und Ganzen schon, ja. Ja. Es gibt mit Sicherheit auch manchmal, wie glaube ich jeder hat, auch manchmal... Siehst du, da geht's schon los, Leute. Ich sag's euch. Es gibt mit Sicherheit auch manchmal Dinge, wo ich mir denke, Digga, Alter, einmal nachdenken, ja, dann wäre es was geworden. Mhm. Es ist aber, denke ich jetzt mal, bei mir nicht anders. Ja, wahrscheinlich. Ja. Manchmal denke ich mir auch, Edda, wie oft habe ich das schon erzählt? Ja. Mhm. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass du deine Arbeit ganz ordentlich machst. Okay. Mit relativ viel Gewissenhaftigkeit. Mhm. Ja. Okay. Kommen wir zu den etwas tieferen Fragen vielleicht. Deeperen Fragen? Mhm. Alter. Ich stehe auf. Tiefere Frage. Glaubst du, ich mache diese Welt zu einem besseren Ort? Das war's? Fürs Erste. Das kann ich dir so gar nicht beantworten. Weil ich glaube, keiner von uns macht diese Welt zu einem besseren Ort. Meinst du? Sondern nur sein persönliches,
seinen persönlichen Kreis. Weil wenn du die Welt zu einem besseren Ort machen würdest, würdest du außerhalb deines Kiezes auch noch etwas tun. Tust du etwas, um diese Welt in einem... Da hast du eine gute Frage gestellt. Tust du etwas Soziales? Tust du etwas für deine Mitmenschen? Tust du etwas für deine Umwelt etc.? Ich spende regelmäßig. Mhm. Und mittlerweile versuche ich mich bewusster zu ernähren, indem ich zum Beispiel Wert auf Bio-Fleisch lege. Ob ich damit schon die Welt zu einem besseren Ort mache? Du trägst deinen Teil aber bei. Ja, genau. Und ich denke, wir versuchen alle unseren Teil irgendwie, also zumindest die ein bisschen ein Gewissen haben. Ja? Oder einen gewissen Bildungsgrad, weil das klingt vielleicht ein bisschen diskriminierend. Ja? Aber na, anders, vielleicht ab einem bestimmten Niveau, ja, versucht, glaube ich, jeder einen Teil dazu beizutragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Okay. Egal, ob man jetzt spendet, egal, ob man jetzt Bioprodukte kauft oder. Bewusster zu leben. Okay. Glaubst du, dein Leben wäre irgendwie anders, hätten wir uns nicht kennengelernt? Ob mein Leben anders wäre, weiß ich gar nicht. Aber es wären auf jeden Fall Momente dabei gewesen, die nicht so lustig wären, beziehungsweise auch in manchen Situationen auch so tiefgreifend wären. Mhm. Ob mein Leben anders wäre, das weiß ich nicht. Okay. Das bezweifle ich. Ja, okay. Glaubst du, ich verschwende meine Zeit? Mhm. Ja. Warum? Weil wir alle unsere Zeit verschwenden. Das hat nichts persönlich nur was mit dir zu tun. Negativ. Du meinst negativ. Hm. Auch das, ja. Inwiefern, was könnte ich anders machen, um sie nicht negativ zu verschwenden? Du könntest mehr Zeit darin investieren, effektiv darin investieren, in die Sachen, die dir wirklich wichtig sind. Was glaubst du denn, was mir wichtig ist? Und nicht in Belanglosigkeit teilweise. Also ich glaube, was dir wichtig ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube schon, dass dir wichtig ist, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, das kommunikativ irgendwie rüberzubringen. Mhm. Und da hast du definitiv viel zu viel Zeit verschwendet. Du meinst, ich hätte früher mit YouTube und so weiter und da mehr investieren sollen? Na, vielleicht nicht nur YouTube, aber vielleicht effektiver die Zeit nutzen sollen. Okay. Und nicht teilweise einfach nur belangloses Zeug quasi zu erledigen. Fällt dir da was ein, was ich da belangloses erledigen kann? Da fällt mir nichts Spezielles ein, weil es gibt verschiedene, es sind mehrere Dinge, die einfach von Belanglosigkeit einfach nur so strotzen. Ja. Das ist aber nicht nur bei dir, sondern es ist bei uns allen so. Mhm. Ja? Ja. Ich glaube, man sollte, noch nicht fertig, Entschuldigung, ich glaube, wenn man weiß, wofür einen die Reise hingehen soll, was einem persönlich wichtig ist oder was dir persönlich wichtig ist, solltest du dich darauf fokussieren und den Fokus nicht und den Fokus vor allem nicht verlieren. Klar, mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, gar keine Frage, weil das ist wichtig, ne, um auch anderen Input zu bekommen. Aber den Fokus, den du dir irgendwann mal gesetzt hast, und ich bin mir sicher, du hast irgendwann dir mal einen Fokus gesetzt,
den du leider Gottes teilweise aus den Augen verloren hast. Wie wir aber alle teilweise. Glaubst du, ich bin ein guter Mensch? Ja. Ja. Das glaube ich nicht mehr, das weiß ich, dass du ein guter Mensch bist. Weil du versuchst es schon sehr vielen Menschen erstens recht zu machen. Ich finde auch, du bist ein sehr einfühlsamer Mensch. Du hörst zu. Da gibt es noch viele andere Faktoren. Aber im Großen und Ganzen bist du ein guter Mensch. Ja. Das waren auch schon tatsächlich meine Fragen. Vielen Dank. Zum Abschluss noch ein Punkt. Es muss irgendetwas geben, was du mir schon immer mal sagen wolltest, was dich irgendwie nervt, was dich zu Weißglut bringt, wo du mich schütteln für könntest. Ist da irgendwas? Möchtest du noch ein letztes Wort an mich richten? Es gibt zwei Punkte. Zwei. Warte. Zwei. Ja. Der erste Punkt, Alter, fang an, deine Wohnung in Vordermann zu bringen. Digga. Ja. Der Hauser hat es nämlich nicht so mit Aufräumen, um es mal so auszudrücken. Und zweitens, aber dafür mag ich ihn. Ich mag das. Und zweitens, fokussiere dich auf das, worauf du wirklich Bock hast. Und zieh das durch. Denn nichts ist beschissener als dein ganzes Leben mit irgendwelcher belanglosen Scheiße zu vergeuden. Stell dich mal vor die Kamera und sag genau das. Hauser, fang an, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Fokussiere dich auf das, worauf du Bock hast und nicht auf irgendwelche belanglose Scheiße. Denn nichts ist beschissener, als sein Leben zu vergeuden. Was für uns alle gelten sollte. Vielen Dank. Gerne.